Jeder, der in diese Bar kommt, glotzt mich sofort mit diesem verachtenden Blick an, den auch du gerade drauf hast. Und das Schlimme dabei ist, dass ich es dir nicht einmal verübeln kann. Willst du wissen, warum ich so aussehe, wie ich aussehe? Wieso meine Augen so eingefallen sind, mein Mund von Narben durchzogen, meine Haut so grau wie Staub und die wenigen Haare auf meinem Schädel so weiß wie verdammtes Kokain? Ich bin gerade mal 32 Jahre alt. Scheiße, was? Bestell dir einen Drink, setz dich zu mir und dann erzähle ich dir von meinem Schicksal. Außer du bist irgendein abenteuerlustiger Vollidiot und willst es nachmachen. Davon kann ich dir nur abraten, so verlockend es auch klingt. Aber das ist wohl so im Leben. Zuerst sieht alles bunt und schön aus und später zerfällt dieses Trugbild zu einer Person, so wie ich eine bin. Was ich hier mache, fragst du. Das ist einfach zu beantworten. Ich sitze hier und trinke. Das ist auch mein Plan für den Rest meines Lebens. Ich könnte auch in meiner Wohnung sitzen und nichts trinken, aber der Alkohol macht das alles wenigstens ein wenig erträglich. Und was machst du hier? Aha, den Abend ausklingen lassen. So, so. Du bist Schausteller in einem Wanderzirkus. Als Clown? Gott verdammt. Von Clowns kann ich dir ein langes Lied singen. Mein ganzes Leben lang hatte ich nicht viele Hobbys. Als Kind war ich meistens zu Hause und habe belanglose Serien im Fernsehen geguckt, während meine Eltern arbeiten waren. Mit anderen Kindern spielen oder Legosteine zusammenbauen kam für mich nie in Frage. Es machte mir alles keinen Spaß. Aber rumliegen und Fernsehen, das war schon was. Zwar auch nicht besonders spannend, aber es ließ die Zeit vorbeifliegen. Als ich älter wurde, kauften meine Eltern mir einen Computer. Am Anfang war es eine gute Sache. Ich spielte ein wenig, hatte sogar richtigen Spaß daran und fand über das Internet sogar einige Freunde. Doch meine Noten verschlechterten sich. Sie wurden so schlecht, dass ich sie nicht mehr vor meinen Eltern verstecken konnte. Mein Vater war ein guter Mann, aber vielleicht ein wenig zu weich. Er nahm mir mein PC nicht weg, wie es vielleicht andere Eltern getan hätten, sondern er installierte ein Programm, damit ich nur wenige Stunden pro Tag spielen konnte. Er kannte sich mit dem Internet nicht so richtig aus, und daher war es kein Problem für mich, die Sperre zu umgehen und trotzdem unzählbare Stunden vor der Kiste zu verbringen. Bis zu dem Tag des Abschlusses. Ab da hörte der Spaß auf. Die Jahre meiner Jugend waren wie in einem komatösen Zustand an mir vorbeigeflogen und so wunderte es niemanden, dass mein Schulabschluss mehr als miserabel ausfiel. Meine Eltern machten mir gigantische Vorwürfe, machten Druck, ich solle doch etwas aus meinem Leben machen, solle doch irgendetwas lernen und nicht nur rumsitzen. Fakt war aber, dass mir Arbeiten keinen Spaß machte. Irgendetwas lernen auch nicht, und auch nachdem ich 2 Jahre lang nach meinem Abschluss von meinen Eltern ausgehalten wurde, verlor ich die Lust am Computerspielen. Ich brauchte etwas Neues, etwas Großartiges, irgendetwas, das mir einen Spaß im Leben gab. An dem Tag, an dem meine Eltern in mein Zimmer kamen, um mir zu sagen, dass sie mich in 2 Wochen rausschmeißen würden, flüchtete ich aus dem Kaff. Ich klaute das Geld meiner Eltern, das sie in einem Schrank aufbewahrten, weil sie den Banken nicht vertrauten. Hätten sie tun sollen. Ich reiste einmal durch ganz Deutschland, die neu gewonnene Freiheit machte mich glücklich und erhielt mich wenigstens zu einem gewissen Teil. Irgendwann strandete ich in einem kleinen Kaff. Kurz bevor ich am Bahnhof einfuhr, kam ich an einem großen Freizeitpark vorbei. Gigantische Achterbahnen, Karussells, Imbissbuden. Ich stellte mir den Spaß vor, den die Besucher haben mussten. Das wollte ich auch. Ich wollte Spaß. Ich wollte den Kick.
Ich brachte meine zwei Koffer, die ich mit mir mitschleppte, in ein kleines Hotel, aß an einer Imbissbude salzige Pommes und einen viel zu fettigen Burger und ging dann, nur mit einer Taschenlampe, in die Richtung des Freizeitparks. Am Tag bezahlen kann jeder, dachte ich mir. Aber in der Nacht dort einzubrechen und versuchen, die Geräte alleine zum Laufen zu bringen, würde kaum jemand machen. Schon als ich in die Nähe des Parkes kam, lief mir ein angenehmer Schauer über den Rücken. Ein Schauer des Spaßes, der Freude und des Glücks. Ich musste nicht einmal über den Stacheldrahtzaun klettern, da es ein Loch in dem Zaun gab. Bestimmt von anderen Sonderlingen wie mich. Ich kramte meine Taschenlampe heraus und knipste sie an. Die bewegungslosen Attraktionen wirkten wie riesige Metallmonster und warfen im Schein des Lichtes Schatten auf den Gehweg. Ich hielt einen Moment inne und lauschte. Eigentlich hätte ich gedacht, dass es totenstill sein müsste. Doch ich hörte diese Musik. Eine typische Jahrmarktsmusik, die von irgendwoher über den gesamten Park hallte. Ich beschloss, nach dem Geräusch zu suchen, denn wenn es hier eine Security gab, dann wäre ich schneller aus dem Park draußen, als ich eine Fracht nach Trawire fahren könnte. Es war ein leichtes, den Ursprung zu finden. In einem Zelt, das hell erleuchtet in der Mitte des Parkes aufgebaut worden war, dröhnte es heraus und ich hörte ein gellendes Lachen herausschallen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und trat ein. Sofort sprang mir der Mann in mein Sichtfeld und grinste mich an. Er hatte ein verdrecktes Clownskostüm an und sein geschminktes Gesicht erinnerte mich eher an den Joker aus Batman anstatt an einen richtigen Clown. Anstatt einer roten Nase sah es so aus, als hätte dieser Mann seine Nase gerade erst abgeschnitten. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich noch andere Menschen in dem Zelt sah, die in einer Reihe standen und mich lächelnd und offenherzig anblickten. Offenbar war ich bei einem speziellen Event des Freizeitparks. Halloween stand vor der Tür, also war es nicht verwunderlich, dass es hier in der Nacht gruselige Veranstaltungen gab. Der Clown begrüßte mich mit einem freudigen Quietschen, tätschelte mit seiner großen, in einen weißen Handschuh gehüllten Hand meine Schulter und führte mich zu den anderen. Als er mich anlächelte, bleckte er eine Reihe eingefallener gelber Zahnstümpfe und ich konnte die Reste seiner Zunge erkennen, die ihm anscheinend abgeschnitten worden war. »Was ist das hier?«, fragte ich einen der Jungen, etwa in meinem Alter. »Spaß.« Verwirrt drehte ich mich um und sah den Clown aus dem Schild marschieren. Er machte eine Geste, die »kommt mit mir« bedeuten sollte, bevor er aus meinem Sichtfeld verschwand. Die Menschenmenge, etwa 10 Jungen und Mädchen in meinem Alter, folgten ihm. Ich auch. Für mich war das alles etwas Aufregendes. Es machte mir Spaß, und das war das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob ich damals noch die Möglichkeit hatte zu fliehen oder ob ich zu der Zeit schon unter seinem Bann gestanden habe, ich vermute aber schon. Denn als wir draußen ankamen, stand der Clown hinter einer Bude, die Zuckerwatte anbot. Mir lief das Wasser zusammen, als ich ihn sah, wie er mit den pinken Wolken umherschwang und jedem von uns eine in die Hand drückte. Wir aßen sie. Es schmeckte süß. Natürlich schmeckte es süß. Danach gingen wir zu einem Karussell. Ich war dort, um die Attraktion zu benutzen. Auch wenn es nur ein einfaches Karussell war, würde es Spaß machen. Denn es war etwas nicht Erlaubtes, redete ich mir ein. Oder der Clown redete es mir ein. Auch wenn er nicht richtig sprechen konnte, hörte ich trotzdem seine Stimme und seine Wörter in meinem Kopf. Er befahl mir, aufzusteigen. Den Platz durfte ich mir selbst aussuchen. Ich stieg über den eigenartigen Zaun, der um das Karussell platziert worden war, und setzte mich in eine Kutsche. Es war zwar eng, aber wenn irgendein Sicherheitspersonal kommen würde, würde ich mich verstecken können. Auch die anderen nahmen Platz. Das Karussell fing an, sich mit einem Ruck zu drehen. Doch irgendetwas stimmte nicht.
Jetzt warf ich einen genaueren Blick auf den Zaun, der um das Karussell gespannt wurde. Das gehörte dort nicht hin. Das war nicht richtig. Es war ein Zaun aus Holzbrettern, aus denen überall heraus Nägel ragten. Ich bekam jetzt langsam Angst, denn mir kam es so vor, als hätte ich die letzten Minuten keine Kontrolle über meinen Körper gehabt. Auch die Stimme von dem Clown in meinem Kopf war wieder weg. Die Jahrmarktsmusik dröhnte in meinen Ohren, als ich einen furchtbaren Schmerz in meinem Mund spürte. Ich tastete meine Lippen ab und zuckte zusammen. Meine Finger waren voll mit Blut und irgendetwas Metallisches lag in meinem Mund. Doch bevor ich es herausziehen konnte, wurde ich an die Seite der Kutsche gedrückt. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie schnell das Karussell geworden war. Der Zaun und die dahinterstehenden Bäume rasten an mir vorbei. Vor der Kutsche war ein Pferd, auf dem ein anderer Junge saß. Er versuchte sich festzukrallen, doch da das Karussell immer schneller wurde, schaffte er es nicht. Mit einem gellenden Schrei wurde er durch die Flugkraft vom Pferd gerissen und donnerte gegen den mit Nägeln besetzten Zaun. Ich musste mich zum Glück nirgends festhalten. Die Wände der Kutsche hielten stand, obwohl mein Körper immer schwerer dagegen gepresst wurde. Ich hörte weitere Schreie und sah immer mehr Leichen, die auf dem Zaun aufgespießt wurden. Ich versuchte, es einfach nur auszuhalten. Der Schmerz in meinem Mund war nichts gegen die Angst, die ich verspürte, nichts gegen den Horror, den ich durchleben musste. Irgendwann aber wurde das Karussell wieder langsamer und stoppte letztendlich. Ich blieb bewegungslos sitzen, vor meinen Augen drehte sich alles. Dann kotzte ich auf den Boden der Kutsche. Doch ich sah nicht nur den Burger, Pommes und Zuckerwatte, sondern eine ganze Menge Blut. Überall war Blut. Es tropfte aus meinem Mund und nun war auch wieder der Schmerz da. Plötzlich wurde die Tür der Kutsche aufgerissen und der Clown starrte mich an. In meinem Kopf tauchte wieder seine Stimme auf. »Du hast überlebt, Kleiner. Du hast wirklich als Einziger überlebt. Du kannst dich entscheiden. Ja, ja, entscheiden kannst du dich. Entweder du wirst mein spaßiger Geselle und wirst dein Leben lang an meiner Seite spaßige Dinge tun, oder ich zehre die Fähigkeit auf, Spaß zu empfinden. Ja, ja, das werde ich tun. Du wirst dann nie mehr an irgendetwas Freude haben. Nein, nein. Mein Mund pochte fürchterlich, und bevor ich etwas sagen konnte, zog ein Gedanke durch meinen Kopf. Lieber habe ich keinen Spaß mehr, als so eine grauenvolle Erfahrung wieder und wieder erleben zu müssen, auch wenn ich dabei nur ein Zuschauer wäre. Dann fiel ich in Ohnmacht. Was dann passiert ist, fragst du? Nun, ich bin in einem Krankenhaus aufgewacht. Meine Zähne waren alle herausoperiert worden. Die Zuckerwatte, die ich gegessen hatte, war keine Zuckerwatte, sondern Stahlwolle. Sie hatte sich in meinen Zähnen verfangen. Bis heute verfolgt mich diese Nacht. Und der Clown hatte recht. Ich hatte mein ganzes Leben noch weniger Spaß als ohnehin schon. Doch mit einer Sache lag er falsch. Ich kann mich immer noch freuen. Ich freue mich, dass ich lebe und dass ich diese fürchterliche Sache überstanden habe. Zwar etwas demoliert und psychisch ganz sicher nicht mehr stabil, aber ich habe überlebt. Und das sollte das Wichtigste in deinem Leben sein.